Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum, ich hoffe mal ganz eindeutig, großen Finale von Kirby und das vergessene Land. Wir gehen direkt ins Labor, vergesst. Bisschen andersrum als sonst und ich hoffe, wir können Leo retten, damit Chazandra stolz auf uns ist. Ich kann nicht, ich muss, falls ihr wieder Grundrauschen hört. Der Ventilator steht diesmal links von mir. Und tatsächlich pustet der von draußen kalt ins, durchs Fenster rein. Deswegen kann es sein, dass er ab und zu mal einen Luftzug hört oder so. Weil der Ventilator relativ in diese Richtung geht. Genau. Meine Erwartungen an das letzte Level sind hoch. Von der Schwierigkeit her weiß ich noch nicht. Okay. Was ich aber schon mal anmerken möchte, ist, dass wir keine Lebensleiste oben haben. Ach ja, ich kann nämlich nicht mehr per Knopfdruck ausmachen. Das ist weird. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist ein Bug irgendwie mit meiner Tastatur. Ich muss mich da nochmal genauer ins Steam Deck rein versetzen. Um zu gucken, wie es funktioniert. Ist er wieder back? Bitte was? Ach so! Na klar! Ich darf mich entscheiden. Oh. Genau daran kann ich mich erinnern. Und das war die schlimmste Stelle im Spiel. Das scheint Spaß zu machen. What? Hoho. Oh, okay. Einfach ein bisschen Klickspam. Oh. Okay. Und da kommt wieder dieser Hyperlaser. Bisschen hier rein spam. Okay, unten weg, 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 weg. Ich glaube, das wird die stressigste Folge bisher. Ich hoffe, oh, nee. Ich hoffe, sie wird tatsächlich nicht zu lang. Oh! Weil meine Erwartungen tatsächlich doch hoch sind, hoffe ich, dass nach dem Kampf noch was kommt. Okay, Damage taken. Oh, das war eine schlechte Entscheidung tatsächlich. Oh, das macht mega viel Schaden, die Sterne. Stimmt, da war ja was. Okay, wieder weg. Das war eher schlecht. Oh. Okay, er macht wieder das. Bung. Wie kann man denn hier jedes Mal getroffen werden? Bin ich echt so schlecht? Ich bin... Ausweichen, ausweichen. Und hinter. Okay, erste Phase down, erste Phase down. Ich habe keine Ahnung, wie die zweite wird. Ich habe auch gar keine Lust, das zu erfahren. Nein. Nein. Ey, okay. Okay, ist okay. Sind das neue Attacken? Natürlich sind das neue Attacken. Warum frage ich eigentlich? Warum machen meine Bomben gar keinen Schaden mehr? Okay. Okay. Ja, ich hab's kapiert. Ich bin so blöd gesprungen, ich hab's gemerkt. Warum? Spring ich da auch rein? Ja, klar. Ja, klar! Lieber auf Zeit spielen, wie jetzt hier auf
Ja, klar. Also... Octofluffy. Keine Ahnung, ob du die Folge dir anschaust. Ob du dir die Folge anschaust, Deutsch. Aber jetzt mal for real, du hast das im schweren Modus durchgespielt. Er trifft mich so nicht, tatsächlich. Hier hast du das bitte schön im schweren Modus geschafft. Aber... Oh, das ist so ultimativ knapp. Okay, perfekt. Schön ausgewichen. Schlecht ausgewichen. Aber Item wieder eingesammelt. Okay. Nein, ich habe Y gedrückt. Ich wollte X, ich wollte das Item laden. Ist aber noch da. Okay, okay. Ey, was jetzt hier? Dritte Phase. Ja, genau. Ja, genau. Bitte was? Natürlich. Natürlich. Na klar. Ja. Das sehe ich auch so. Oh. Na klar. Na klar. Na klar. Aber ich bin in der... Doch, komm. Wieso schmeißt er daneben? Flieg, 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 flieg. Wieso kann er angreifen, wenn Aphelion aus ihm taufen ist? Oder das ist nicht Aphelion. Ich weiß, dass es nicht Aphelion ist. Es ist... Ich habe den Namen vergessen. Ausgewichen. Ausgewichen. Oh yes. Okay, Sprung. Nein! Wie kann man nur so blöd sein wie ich? Ey, aber es ist nicht mehr viel. Ja, klar. Also, come on. Und jetzt kommt noch sein Hyperlaser. Ey, aber die Phase... Komm, 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 komm. Oh yes, oh yes. Ey, der war gut ausgewichen. Weiter fliegen. Auf den Boden und weiter fliegen. Oh, jetzt kommt wieder seine Blitzphase. Ey, aber wir haben ihn gleich. Oh no. Aber okay. Komm. Nicht mehr viel. Ausweichen. Wegspringen. Egal. Fliegen, fliegen. Nein, er macht wieder die Attacke. Egal. Vollgas drauf da. Haben wir ihn, haben wir ihn. Please, come on. Aber, ich will noch ein Level, klar. Aber ist... Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Psychische Bestie. Nee, was kommt denn da jetzt? Ein Schmetterling. Einfach der Blick. Natürlich ist er ja. Okay. Jo. Ey, aber der ist small. Der sollte nicht so schwer sein, tatsächlich. Außer er tankt halt, weiß ich nicht. Ja, außer er hat diesen komischen... Ja, bitte was? Okay, aber hier kann man gut escapen. Bisschen reinspam, Sprung zwischendurch, dass wir ihm auch ausweichen können. Was sind das für Attacken, Mann?
Oh, hier fliegen. Er kann auch fliegen. Das ist die weirdeste Form von Meta Knight, die ich je gesehen habe. Und ich habe erst ein Kirby gespielt und das ist das hier. Oh, Flug, Flug, Flug. Er spawnt bestimmt bei mir. Ja, wusste ich. Verdient hast du es. Aber auf Zeit. Ey, solange wir nicht getroffen werden, alles entspannt hier. Aphelin ausweichen. Ich weiß, dass es nicht Aphelin ist. Los. Hier wieder schön zwischen den Tunnel. Schmeißen. Schmeißen. Oh. Da hat er uns getroffen. Wir sind aber auch in unserer damagefreien Phase. Wichtig, wichtig. Oh yes. Bombe schon nach hinten geladen. Bombe vor mich laden. Auch wieder das hier. Weich ihm aus. Gehen wir nach da hinten. Er macht Feuer. Ey, ey, das ist so stressig. Fliegen. Er spawnt bei mir. Es kommt jetzt wieder Aphelin. Oh no. Aber den Feuerdinger können wir gekonnt ausweichen. Okay, nächste Phase, nächste Phase. Bitte eskalieren nicht komplett. Größere Schwerter sind jetzt nichts, bevor ich... Ayo, ayo. Ich wollte sagen, größere Schwerter sind jetzt nichts, bevor ich Angst habe. Natürlich. Na klar. Macht er. Er kann die Welt für mich drehen. Okay. Oh, oh no. Dadurch. Sprung, Sprung, Sprung. Ausweichen und einfach Bomben werfen. Ey, die Bomben waren so strategisch. Oh, zwei. Wobei, ich glaube, das macht das Game nicht gerade schwerer. Weil, wenn die ineinander stehen... wenn sie ineinander stehen. Oh, es ist nicht mehr viel. Was du bist. Egal, wir haben es wieder. Okay, wir sind mittlerweile in unserer letzten Lebensleiste. Ja. Ey, wenn ich hier zum Schluss sterben sollte. Nintendo, ihr werdet das zu spüren bekommen. Eure Headquarters werden brennen. Ausweichen. Bombe werfen. Bombe werfen. Bombe werfen. Bombe werfen. Er spawnt bei mir. Bombe werfen. Bombe werfen. Sprung. Bombe. Bombe. Fliegen. Bombe. 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 Fliegen. Bombe. 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 Nein! Okay, come on. Jetzt doch gut, aber. Fliegen. Bombe. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte, er sei noch da. Oh, wichtig. Vielleicht. Aber egal. Ihn gekonnt ausweichen. Ja, hat wieder geschafft. Hat direkt beim ersten Versuch geklappt. Da hinten ist er. Liegen. Ich merke, dass er angreifen will. Ja. Bombe. Liegen. Bombe. Ey, das ist bisher der stressigste Bosskampf, aber wisst ihr, was das Besondere an dem Bosskampf ist? Er ist besser als das gesamte Spiel vorher. Oh! Komm, jetzt ist doch langsam mal gut hier aber auch, oder? Yes!
Ich kann nicht mehr. Ich bin innerlich gerade abgestorben. Ey, ist es fertig? Jetzt ist der Zeitpunkt, wo es fertig ist, weil ich keine Leben mehr habe. Jetzt will ich auch kein Level mehr. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist hier vorbei. Hallo? Du hast die Morpho-Night-Schwert-Blaupause erhalten. Bring sie zu Waddledys Waffenladen, um damit die Spezialpower Schwert zu entwickeln. Ich glaube, an der Stelle folgen weitere Credits und ich habe noch nicht genau Plan, was ich sagen soll. Ich habe das Spiel schon bewertet, mein Fazit dazu findet ihr im Finale vom Originalspiel. Also was heißt Originalspiel? Vom Normal Game. Und das ist ja jetzt hier Aftergame, Aftershow. Dazu sage ich jetzt auch noch ein paar einige Worte, weil ich finde das cool. Also wir fangen ganz vorne an so. Die erste Welt war für mich erstmal sehr überfordernd, weil, jo, okay, es war auf einmal sehr viel. Das Gimmick, dass die kompletten Welten in ein Level zusammengefasst werden, also jedes Level der Welt, hat einen Levelabschnitt in den Vergesslanden, in den isolierten Inseln bekommen. Das fand ich ein sehr, sehr cooles, darf ich sagen, Gimmick, eine coole Idee. Hier zum Beispiel auch einen Boss zu sehen. Die Bosse fand ich super, super cool. Manche waren halt wie immer etwas unfair. Looking at you, komisches Gürteltier. Ey, das ist der schlimmste Boss im Spiel. Der Endboss war... Oh, aber das Gürteltier hat am meisten rausgeholt. Auch der Endboss jetzt, also der jetzige Endboss, fand ich grandios gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es war nicht so viel wie beim ersten Mal. Es war gut gehalten und die Story auch am Schluss hat mich sehr überwältigt. So, alle kommen zusammen, um Leo zu retten. War richtig schön, war cool. Und was kann ich noch sagen? Es ist halt ein kürzeres Fazit, weil ich kann nichts zur Steuerung mehr sagen. Habe ich alles schon gesagt. Steuerung ist wie immer grauenhaft schlecht, sehr schwammig und ihr wisst Bescheid. Steuerung ist klasse, sehr präzise. Teils lag es an meinen Fehlern, dass ich X und Y verwechsle. Schließlich benutze ich ja beides und naja, als Xbox-Spieler hast du halt A und B andersrum als Nintendo-Spieler. Und da ich beides aktiv auch nutze, habe ich da so ab und zu meine Probleme mit. Aber das hat mich nicht aufgehalten, auch dieses Abenteuer zu beenden. Nach diesem Video hier wird es einen Stream geben. Also nicht direkt nach dem Video. Der Stream wird eine Woche vorher angekündigt werden an einem Samstag. Und das wird erst nach dem Mario Strikers Event sein. Ich weiß es noch nicht. Und zwar werde ich mich... Also entweder mache ich es an einem Samstag oder an einem Dienstag. Ich weiß noch nicht genau. Und da wird es halt dann so ablaufen, dass ich dann diese ganzen Sachen, die uns noch fehlen, wie zum Beispiel Waddledees,
weiß ich nämlich, haben wir nämlich, glaube ich, nicht alle, oder Leos Seelen, dass wir diese alle nochmal zu 100% machen. Auch diese Mini-Challenges, dass wir die im vorgegebenen Zeitrahmen machen werden und auch absolvieren werden. Ist ja auch klar. Ich will dieses Spiel, außer diese ganzen Sammelgegenstände, welche wir uns in einem extra Video nochmal anschauen. Dafür, die sind nicht im Stream, die kriegen ein extra Video. Was wahrscheinlich aber auch erst nach dem Stream ist, weil wir während des Streams wahrscheinlich noch ein paar Sammelgegenstände sammeln. Und ich will, dass dieses Spiel zu 100% durchgespielt wird, bis auf die Sammel-Items. Ich glaube, die Sammel-Items könnten noch ein bisschen schwieriger werden zusammen. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt, aber ja, das ist doch mal eine andere Geschichte. So, an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Let's Play zu Kirby und das vergessene Land gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal, da verpasst ihr auch das nächste Kirby nicht, falls es nochmal eins geben wird. Oder ich ein altes Spiel, mal gucken. Und ja, wir sehen uns dann erstmal in den nächsten Tagen wieder zu einem neuen Video. Und bis dann. Ciao, ciao, Leute.